Ja, liebe Videofreunde, ich wollte euch mal zeigen die herrliche Aussicht hier oben vom Deich. Ich bin gerade mit Dalton spazieren, früh morgens. Es ist zeitig. Da hinten ist der Campingplatz. Und mein lieber Mann macht uns jetzt Frühstück. Und wenn wir nach Hause kommen, gibt es schön heißen Kaffee und Brötchen. So kann der Tag anfangen. Michael versucht sich gerade daran, die Tür nochmal zu justieren, aber wir kriegen es einfach nicht hin. Und das Problem ist, hier oben ist sie richtig drin. Und wenn man jetzt hier runterfährt, dann sieht man halt, dass die immer weiter, weiß ich, ob das auf dem Video zu erkennen ist, immer weiter rausguckt. Und da kannst du justieren, was du willst. Es geht einfach nicht. Passt einfach. Die Klinke passt einfach nicht richtig rein. Mach mal die Klinke nochmal, dass man mal sehen kann, wenn man die normal zumacht. So. Wenn man die normal zumacht, die passt einfach nicht. Die steht weit, zu weit nach vorne und passt überhaupt nicht in dieses. Kannst nicht zumachen. In der Richtung kann ich auch nichts einstellen. Nee. Du kannst ja nichts nach vorne oder zurück justieren, du kannst ja nur hoch und runter justieren. Richtig, ja. Und aber nicht den Spielraum hier schaffen. Und das stimmt von hinten und vorne nicht. Und deswegen kriegen wir auch die Tür nicht zu. Wenn wir die zumachen, dann geht die immer wieder auf. Also wir können die rastet nicht ein. Man schiebt und dann geht sie immer wieder auf. Und das Problem ist, bei der Fahrt geht die immer wieder auf. Michael muss dann mit Trick 17 irgendwie drücken, machen, tun. Und ja, kann keine Lösung sein. Normalerweise müsste hier vorne nochmal, also entweder muss man es genau passend bauen oder hier vorne müsste nochmal eine Führung hin, dass die Tür kurz bevor sie zumacht in die richtige Position gedrückt werden.
Dann mache ich jetzt hier mit dem Fußzehen und dann geht die hier zu. Und dann muss man so ein bisschen nachdrücken hier. Ja, die ist nicht zu. Nee. Nee. Geht nicht. Das ist eine Katastrophe. Jetzt ist sie zu. Und Michael hat da irgendwie Trick 17 rausgefunden, aber ich finde es nicht richtig raus. Ich kann es 10-mal machen und die geht immer wieder auf. Also wenn man die mit der Fußzehe unten die Kante etwas nach innen drückt, dann mit kleinem Schwung zumacht, dann geht es wieder auf. Vorführeffekt. Vorführeffekt. So, jetzt ist sie zu. Ja, du musst aber genau den Punkt, ja, jetzt ist es zu weit drin. Du musst genau den Punkt treffen. Na, das ist was für mich, den Punkt treffen. Ja, weil der Haken, der rutscht sonst nicht runter richtig. Der schleift hier neben an dem Rahmen und geht nicht richtig runter. Also entweder muss man den ausfeilen, das wäre wahrscheinlich die einfachste Lösung von dem Problem, das Ding hier ein Stück ausfeilen. Weil du wirst die Tür nicht ändern können. Wie soll das gehen? Nur dann wird das Problem sein, wenn du das ausfallst. Dann wird die hier drinnen anfangen zu klappern. Dann wird die da Spiel kriegen. Ich mach's nicht. Oder falls das ein Garantiefall ist, ich feile da nichts ab. Dann heißt es, ich wurde hier Mist gebaut. Nee, nee, nee. Wenn das jetzt ein gebrauchtes Auto wäre und so, würde ich das machen, aber so machen wir das nicht. So, Michael hat das jetzt nochmal eingeölt hier ein bisschen und jetzt, wenn man jetzt ein bisschen mit Gefühl dagegen drückt und dagegen drückt und schiebt kräftig. Nee, geht's nicht. Geht am einfachsten, wie gesagt. Warte mal, lass mich nochmal. Jetzt. Ja. Also bei mir geht es am einfachsten mit der linken Hand. Zack. Ja, es ist aber trotzdem nicht normal. Aber auf jeden Fall haben wir schon mal eine Lösung gefunden, wie wir es so ungefähr jetzt machen können.